Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Liebe Hamburger, liebe Freunde von nah und fern, das ist hier die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, auch ISKCON genannt, mit dem Jagannath Rath Yatra Festival. Hari Hari Bo! Und wir feiern ein Fest, das schon mindestens 5000 Jahre alt ist und ursprünglich in der Kurukshetra eine Sonnenfinsternis stattfand und viele, viele Pilger kamen. Unter anderem Krishna aus Dwaraka kam dorthin, aber auch die Einwohner von Vrindavan, sie kamen auch dorthin. Und sie sahen nach vielen, vielen Jahren, nach langer Zeit der Trennung, das erste Mal wieder Krishna, Balarama und Subhadra. Und die Einwohner von Vrindavan, sie gerieten in Ekstase, weil sie eigentlich Krishna wieder zurück nach Vrindavan haben wollten. Nahmen sie die Seile, die wir hier auch gerade hier festhalten, nahmen sie die Seile von der Kutsche und zogen Krishna und Balaram und Subhadra wieder zurück nach Vrindavan. Und Krishna war darüber so erfreut und auch verzückt, dass er ganz große Augen gemacht hat, wie wir hier auch sehen, und ein breites Lächeln auf dem Gesicht trägt, zusammen mit seinem Bruder Balaram und seiner Schwester Subhadra. So, dieses Fest ist ein Fest der Liebe. Diese Seile, die Sie hier sehen, das sind Seile der Liebe, Beziehung. Wir finden oft heute den Beziehungsstatus, habe ich mal gesehen. Auf Facebook gab es, oder gibt es, glaube ich, immer noch einen Beziehungsstatus. Und der Beziehungsstatus von den Einwohnern von Vrindavan, der ist kompliziert, weil die Einwohner von Vrindavan, allen voran die Kuhhirtenmädchen, die Gopis, sie wollten Krishna wieder zurück nach Vrindavan zurückziehen. Da finden wir auch das Wort ziehen von Beziehung. So, liebe Hamburger, vielleicht gibt es auch ein paar Skeptiker unter Ihnen, die sich fragen, was zum Himmel? Ich wollte schon fast das andere Wort nehmen, aber wir bleiben mal beim Himmel. Was zum Himmel macht ihr hier, Freunde? In den alten vedischen Schriften wird beschrieben, dass Gott zur gleichen Zeit allumdringend und unpersönlich sein kann, aber auch gleichzeitig im Herzen aller Lebewesen weilt, als Paramatma, als die Überseele, und zur gleichen Zeit auch als Bhagavan, als die höchste Persönlichkeit Gottes, auch gegenwärtig sein kann. In der Bibel finden wir die Formulierung, der Mensch wurde nach dem Ebenbilde Gottes erschaffen. Haben Sie vielleicht noch im Ohr vom Konfirmandenunterricht. Und die logische Schlussfolgerung ist, wenn wir mit Armen und Beinen und einem Gesicht nach dem Ebenbilde Gottes erschaffen wurden, ja natürlich muss Gott auch darüber hinaus, dass er allumdringend ist, auch eine Gestalt haben, eine ganz konkrete Gestalt mit Händen, mit Beinen, mit einem Gesicht. Und wie wir hier sehen, es ist kein grauer, alter Mann mit einem langen, langen Bart, sondern es ist ein fröhlicher Kuhhirtenjunge, der ein breites Lächeln hat. Und die Augen sind hier so groß, weil er gar nicht genug vom Anblick seiner Geweihten haben kann. So, warum soll Gott das nicht tun können? Wir wissen, die Definition von Gott ist der Allmächtige. Wir haben das auch im Islam. Allahu Akbar heißt wortwörtlich, Gott ist größer, wie du ihn dir vorstellst.
So, wenn wir denken, Gott kann nur unpersönlich sein, nur ein Licht, dann sagen wir, nein, Gott ist größer als deine Vorstellung. Er kann gleichzeitig auch eine Form haben und du kannst eine Beziehung zu ihm haben und ihn von Angesicht zu Angesicht anschauen. Das ist unser Festival hier in Hamburg und wir laden Sie alle herzlich ein, mitzukommen. Wir haben noch eine tolle Route. Krishna hat sich eine schöne Route an der, ich glaube, an der Binnenalster ausgesucht. Oder wieder zurück. Aber wir drehen, wir machen einen U-Turn und drehen dann wieder. Und wenn Sie mitkommen, Sie können auch gerne an diesen Seilen ziehen. Fragen Sie einfach, ob man ein bisschen Platz macht. Und ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen Platz gemacht. Und dann, wenn Sie sogar mitlaufen, es dauert vielleicht eine halbe Stunde, dann haben wir vor dem Mönckeberg, nein, vor dem Saturn, haben wir ein kleines, kann auch groß werden, mal gucken, wenn 2 Millionen Hamburger kommen, kann es auch etwas größer werden. Machen wir dort ein schönes Fest mit Tempeltanz, mit Musik, mit, es gibt ein bisschen was zu naschen vielleicht. Und wir haben schöne Bücher und man kann sich mit den Devotis, mit den Gottgeweihten auch nett unterhalten. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir chanten jetzt weiter unseren Mantra, das ist im Namen von Gott. Sie können natürlich auch jeden anderen Namen singen. Wir sagen nicht, das sind die einzigen Namen Gottes. Wir haben keinen Absolutheitsanspruch, aber es sind sehr mächtige Namen. Die vedischen Schriften sagen für dieses Zeitalter sogar die mächtigsten. Und wir werden alle zusammen chanten. 3. Alle Handys jetzt mal weglegen. 2. Und sich konzentrieren. 1. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Sri Jagannath. Sri Baladev ki jai. Sri Bhatra Devi ki jai. Sri Jagannath Swami Ratha Yatra Festival ki jai. Hamburg Yatra ki Yamuna Auslandska ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, um gemeinsam aus dem wichtigsten Buch in der Krishna Bhakti-Tradition zu lesen, einmal das Srimad Bhagavatam. Wir sind im ersten Kanto, genauer gesagt schließen wir heute das 16. Kapitel ab. Und die Bhagavad Gita, wie sie ist, das sind unsere wichtigsten Bücher. Sie wurden alle übersetzt und erläutert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. So, und heute haben wir auch wieder unseren lieben Dandadrik Prabhu mit an Bord. Wir werden erstmal, wie schon gesagt eben, nee, ich habe das glaube ich noch nicht gesagt offiziell, wir wollen heute alle Verse mal uns anschauen, weil es manchmal passieren kann, dass man den Gesamtüberblick verliert, weil jeder einzelne Vers mit den Erläuterungen bietet so viel Information, so viele Weisheiten, dass man da dann manchmal auch den Gesamtüberblick verliert.
Ja, und mit unserem lieben Dandadrick, erstmal Hare Krishna, lieber Dandadrick Prabhu. Hari Bol, Hare Krishna. Schön Wir bei euch zu haben sein. Mal wieder. sehr gerne, wir freuen uns auch. Wir hatten am Sonntag schon eine gemeinsame Session. Ich war da auswärts, hatte nicht das beste Mikrofon, habe ich dann später gemerkt, erst beim Anhören der Sendung. Aber es war eine sehr, sehr interessante Sendung. Also trotz der Qualität, hört sie euch gerne an. Man muss sich dann ein bisschen konzentrieren. Ist ja auch nicht immer verkehrt. Vielleicht nicht gerade beim Staubsaugen hören. Dann geht es. Ja, lieber Dundertrick, wir wollen heute mal auf das gesamte 16. Kapitel blicken. Ein sehr, sehr interessantes Kapitel, wo eben König Parikshit über sein Leben wird berichtet und dann auch wir zum ersten Mal die Person des Kali begegnet, was da passiert, was Kali schon angerichtet hat, dann das Gespräch zwischen dem Stier und der Kuh wird dort wiedergegeben und im 17. Kapitel geht das dann weiter. Und damit wir richtig gut in das 17. Kapitel einsteigen können, sollten wir wirklich heute nochmal aus der Garuda-Perspektive uns das 16. Kapitel anschauen. Und bevor wir das aber machen, chanten wir ein paar glückverheißende Mantras, die ich euch hier einblende. Om Ajnana Timirandhasya Gyanangyana Shalakaya Chakshurunmilitam Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Namaskritya Narotamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudirayat. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, das das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayan, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranarayana Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasa Deva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nashtaprayeshabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda All together now. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare. Und wir gehen direkt rüber. Und wir hatten hier schon die letzten Verse. Ich muss also etwas zurückscrollen. Prima. Das 16. Kapitel. Wie Parikshit das Zeitalter des Kali empfing. Vers 1. Das Sanskrit lassen wir weg. Wir wollen heute nur die deutsche Übersetzung lesen. Suta Goswami sprach, O gelehrte Brahmanas, darauf begann Maharaja Parikshit, nach den Unterweisungen der besten der zweimal geborenen Brahmanas die Welt als großer Geweihter des Herrn zu regieren. Er regierte Kraft der hervorragenden Eigenschaften, die kundige Astrologen zur Zeit seiner Geburt vorausgesagt hatten. König Parikshit heiratete die Tochter König Uttaras und zeugte mit ihr vier Söhne, von denen Maharaj Janamejaya der führende war. Nachdem Maharaj Parikshit Kripacharya als spirituellen Meister gewählt hatte,
Um sich von ihm führen zu lassen, brachte er am Ufer der Ganga drei Pferdeopfer dar. Sie wurden mit reichen Gaben für die Beteiligten durchgeführt. Bei diesen Opfern konnte selbst ein gewöhnlicher Mensch die Halbgötter sehen. Eines Tages, als Maharaja Pariksit dabei war, die Welt zu erobern, sah er, wie der Herr des Kali Yuga, der niedriger war als ein Shudra, im Gewand eines Königs die Beine einer Kuh und eines Stieres verletzte. Maharaja Pariksit packte ihn sogleich, um ihn gebührend zu bestrafen. Saunaka Rishi fragte, warum bestrafte Maharaj Parikshit ihn nur, obwohl er aufgrund des Umstandes, dass er sich als König verkleidet und die Beine einer Kuh verletzt hatte, der niedrigste der Shudras war? Bitte beschreibe all diese Ereignisse, wenn sie in Beziehung zu den Erzählungen von Sri Krishna stehen. Die Geweihten des Herrn pflegen, den Honig aufzulecken, den man von den Lotusfüßen des Herrn bekommen kann. Was nützen also Themen, die einfach nur unser wertvolles Leben vergeuden? O Suta Goswami, weiter gibt es jene unter den Menschen, die nach Freiheit vom Tode streben und ewiges Leben erlangen. Sie entkommen dem getötet werden, indem sie den Herrscher des Todes, Yamaraja, herbeirufen. Solange Yamaraja, der jedermanns Tod herbeiführt, hier gegenwärtig ist, wird niemand sterben müssen. Die großen Weisen hatten Yamaraja, den König des Todes, der der Vertreter des Herrn ist, eingeladen. Lebewesen, die sich in seiner Gewalt befinden, sollten zu ihrem eigenen Wohl den todlosen Nektar in Form dieser Erzählung von den transzendentalen Spielen des Herrn hören. Träge Menschen mit armseliger Intelligenz und einer kurzen Lebensdauer verbringen die Nacht mit Schlafen und den Tag mit nutzlosen Tätigkeiten. Suta Goswami sagte, während Maharaj Parikshit in der Hauptstadt des Kuru-Reiches residierte, drangen die ersten Merkmale des Zeitalters des Kali in den Herrschaftsbereich seines Staates ein. Als er davon hörte, erfreute ihn dies überhaupt nicht. So bot sich ihm jedoch eine Möglichkeit zu kämpfen. Er nahm also Bogen und Pfeile auf und machte sich zum Kampf bereit. Maharaja Parikshit saß auf einem von schwarzen Pferden gezogenen Streitwagen. Seine Flagge zeigte das Bild eines Löwen. So geschmückt und umgeben von Wagenlenkern, berittenen Elefanten und Fußsoldaten verließ er die Hauptstadt, um alle Länder zu erobern. Also eroberte Maharaj Parikshit alle Teile des Erdplaneten wie Bhadrashva, Ketumala, Bharata, den nördlichen Teil von Kuru, Kimpurusha und andere Länder und forderte von den jeweiligen Herrschern Abgaben. Wo immer der König hinkam, hörte er ständig vom Ruhm seiner großen Vorväter, die alle Geweihte des Herrn waren, und auch von den ruhmreichen Taten Sri Krishnas. Er hörte auch, wie er selbst vom Herrn vor der furchtbaren Hitze der Waffe Ashwatthamas beschützt worden war. Manche sprachen auch von den großen Zuneigungen zwischen den Nachkommen Vrishnis und Pritas, die auf der großen Hingabe Pritas an Sri Krishna beruhte. Da der König über die Sänger, die diese Lobpreisungen vortrugen, sehr erfreut war, öffnete er seine Augen in großer Zufriedenheit. In seiner Großherzigkeit gefiel es ihm, ihnen wertvolle Halsketten und Kleider zu schenken. Maharaj Parikshit hörte, dass Sri Krishna, Vishnu, dem überall Gehorsam geleistet wird, aus seiner grundlosen Barmherzigkeit den ergebenen Söhnen Pandus ganz nach deren Willen alle Arten von darbrachte, indem er ihr Wagenlenker, Präsident, Bote, Freund, Nachtwächter und so weiter wurde, ihnen wie ein Diener gehorchte und ihnen wie ein an Jahren jüngerer Ehrerbietungen erwies. Als Maharaj Parikshit dies hörte, wurde er von Hingabe an die Lotusfüße des Herrn überwältigt. Höre jetzt von mir, was nicht weit von Maharaja Parikshit geschah, als er seine Tage damit verbrachte, über die guten Werke seiner Vorväter zu hören und in Gedanken bei ihnen weilte. Dharma, die Persönlichkeit der religiösen Grundsätze, wanderte in der Gestalt eines Stieres umher,
als er der Persönlichkeit der Erde in der Gestalt einer Kuh begegnete, die wie eine Mutter zu trauern schien, die ihr Kind verloren hat. Tränen standen in ihren Augen und die Schönheit ihres Körpers war verloren gegangen. Da wandte sich Dharma mit folgenden Worten an die Erde. Dharma in der Gestalt eines Stieres fragte: Liebe Frau, bist du nicht gesund? Warum verhüllt dich der Schatten des Schmerzes? Dein Gesicht sieht aus, als seist du schwarz geworden. Leidest du an einer inneren Krankheit oder denkst du an einen Verwandten, der an einem entfernten Ort weilt? Ich habe meine drei Beine verloren und stehe nur noch auf einem. Beklagst du meinen Zustand oder bist du von Angst erfüllt, weil dich in Zukunft die gesetzlosen Fleischesser ausbeuten werden? Oder befindest du dich in diesem traurigen Zustand, weil die Halbgötter jetzt ihre Anteile an den Opferungen beraubt sind, da gegenwärtig keine Opfer mehr durchgeführt werden? Oder beklagst du die Lebewesen, weil sie unter Hungersnot und Dürre leiden? Empfindest du Mitleid mit den unglücklichen Frauen und Kindern, die von gewissenlosen Menschen verlassen werden? Oder bist du unglücklich, weil die Göttin der Gelehrsamkeit von den Brahmanas die Handlungen gegen die Grundsätze der Religion verfallen sind, ungebührlich behandelt wird? Oder tut es dir leid zu sehen, dass die Brahmanas bei Familien und Regierungsverantwortlichen Schutz gesucht haben, die die brahmanische Kultur nicht achten, brahmaminische Kultur nicht achten? Die sogenannten Regierungsverantwortlichen sind durch den Einfluss des Kali-Yuga in Verwirrung versetzt worden. Und so haben sie alle Staatsangelegenheiten in Unordnung gebracht. Beklagst du diese Unordnung? Die Bevölkerung achtet nicht mehr auf die Regeln und Vorschriften in Bezug auf Essen, Schlafen, Trinken, geschlechtliche Vereinigung und so fort und neigt dazu, dies zu jeder Zeit und überall zu tun. Bist du deshalb unglücklich? O Mutter Erde, die höchste Persönlichkeit Gottes, Hari, erschien als Sri Krishna, um dir deine schwere Last abzunehmen. All seine Taten und Spiele sind transzendental und sie ebnen den Pfad der Befreiung. Du bist nun seiner Gegenwart beraubt. Du denkst jetzt wahrscheinlich an diese Taten und Spiele zurück und bist wegen seiner Abwesenheit traurig. O Mutter, du bist der Speicher aller Reichtümer. Bitte teile mir die Ursache deiner Leiden mit, durch die du so geschwächt worden bist. Es scheint mir, als habe der mächtige Einfluss der Zeit, der selbst die Mächtigsten bezwingt, all dein Glück zerstört, das selbst die Halbgötter bewunderten. Die Gottheit der Erde in Gestalt einer Kuh antwortete der Persönlichkeit der religiösen Grundsätze in der Gestalt eines Stieres darauf: O Dharma, was immer du mich gefragt hast, werde ich dich wissen lassen. Ich werde versuchen, all deine Fragen zu beantworten. Einst hattest du vier Beine und ließest durch die Gnade des Herrn das Glück im gesamten Universum wachsen. In ihm wohnen eins Wahrhaftigkeit, zwei Sauberkeit, drei Unduldsamkeit gegenüber dem Unglück anderer, vier die Kraft, den Zorn zu beherrschen, fünf Selbstgenügsamkeit, sechs Geradheit, sieben Stetigkeit des Geistes, acht Herrschaft über die Sinnesorgane, neun Verantwortungsgefühl, zehn Gleichheit, elf Duldsamkeit, zwölf Gleichmut, 13 Gläubigkeit, 14 Wissen, 15 Abwesenheit von dem Begehren nach Sinnengenuss, 16 Führerschaft, 17 Tapferkeit, 18 Einfluss, 19 die Macht, alles möglich zu machen, 20 die Erfüllung der geeigneten Pflicht, 21 vollständige Unabhängigkeit, 22 Geschicklichkeit, 23 die Fülle aller Schönheit, 24 Heiterkeit, 25 Weichherzigkeit, 26 Findigkeit, 27 Sanftheit, 28 Großherzigkeit, 29 Entschlossenheit, 30 Vollkommenheit aller Erkenntnis, 31 richtige Ausführung, 32 Besitz aller Gegenstände des Genusses, 33 Fröhlichkeit, 34 Unbeweglichkeit, 35 Treue, 36 Ruhm, 37 Verehrung, 38 Freiheit von Stolz, 39 Existenz als die Persönlichkeit Gottes und 40 Ewigkeiten, viele andere Eigenschaften, die ewig vorhanden sind
und niemals von ihm getrennt sind. Diese Persönlichkeit Gottes, der Speicher aller Tugend und Schönheit, Shri Krishna, hat jetzt seine transzendentalen Spiele auf dem Gesicht der Erde beendet. In seiner Abwesenheit hat das Zeitalter des Kali seinen Einfluss überall hin verbreitet und es schmerzt mich, diese Daseinsbedingung zu sehen. O Bester unter den Halbgöttern, ich denke über mich nach und ich über dich und auch über dich, sowie über all die Halbgötter, die Weisen, die Bewohner des Pitriloka, die Geweihten des Herrn und alle Menschen, die nach dem System des Varna und Ashrama in der menschlichen Gesellschaft leben. Lakshmiji, die Göttin des Glücks, deren gütigen Blick Halbgötter wie Brahma und andere suchen und für den sie sich oftmals der Persönlichkeit Gottes ergaben, verließ ihr Reich im Wald der Lotusblumen und widmete sich dem Dienst der Lotusfüße des Herrn. Ich wurde mit besonderen Kräften ausgestattet, die selbst das Glück der drei Planetensysteme übertrafen, da ich mit den Eindrücken der Fahne, des Blitzes, des Elefantentreibstabs und der Lotusblüte geschmückt war, welche Zeichen auf den Lotusfüßen des Herrn sind. Doch am Ende, als ich mich über alle Maßen vom Glück begünstigt fühlte, verließ mich der Herr. O Persönlichkeit der Religion, ich litt unter der großen Last der unnötigen Streitmacht atheistischer Könige und wurde durch die Gnade der Persönlichkeit Gottes davon befreit. In ähnlicher Weise befandest auch du dich in einem leidvollen Zustand und hattest kaum noch die Kraft zu stehen. Und so erschien er durch seine innere Energie in der Familie der Yadus, um auch dich zu erlösen. Wer kann daher die Qualen der Trennung vom Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, ertragen? Durch sein süßes, liebevolles Lächeln, seinen freundlichen Blick und seine herzlichen Bitten konnte er den Ernst und den hitzigen Zorn seiner Geliebten wie Satyabhama und anderer besiegen. Als er über meine, der Erde, Oberfläche wanderte, versank ich im Staub von seinen Lotusfüßen. Und da ich üppig mit Gras bedeckt war, schien es, als stünden meine Haare vor Freude aufrecht. Während die Erde und die Persönlichkeit der Religion so miteinander sprachen, gelangte der heilige König Maharaja Parikshit an das Ufer des Flusses Saraswati, der nach Osten fließt. Hiermit enden die Bhaktivedanta Übersetzungen, könnte man ja hier besser sagen. Wir haben ja keine Erläuterung gelesen. Zum 16. Kapitel im ersten Kanto des Srimad Bhagavatam mit dem Titel Wie Parikshit das Zeitalter des Kali empfing. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir lesen nochmal alle Verse. Nein, das war nur Spaß. Ja. Ich habe hier auch ein Buch, wollte ich euch noch mal kurz in die Kamera halten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dandadre, kennst du dieses Buch hier? Ehrlich gesagt, aus dem Stegreif so nicht? Das wurde mir von Satchinandan Swami empfohlen. Moment, kann ich das hier groß einblenden? Ich glaube, ja. Speaker. Mhm. Und zwar in diesem Buch, da wird jedes Kapitel des Srimad Bhagavatams so nach seiner Struktur analysiert. Das ist halt eben total interessant. Also ihr seht es hier schon an dieser Seite. Das ist hier das Kapitel. Ups. Dann die groben Unterteilungen, also wenn man das Wort grob mal benutzen möchte. Also dieses 16. Kapitel, es hat 5 Unterkapitel. Von Vers 1 bis 4 wird Parikshit als der ideale Kaiser oder Regierende beschrieben, der dann das Kali-Yuga bestraft. Dann von Vers 5 bis 9, da finden wir Shaunaka Rishis Fragen. Und bei zwischen Vers 10 und 17 beschreibt Suta Goswami, wie Parikshit als Kaiser, als Imperator, ja, über die Welt wandelt und ja, was dann da so passiert. Und dann von Vers 18 bis 24, da
Da finden wir die Fragen des Stieres Damas, der die Religion repräsentiert, Fragen an die Kuh Dharani, die die Erde repräsentiert, also von Vers 18 bis 24. Das sind 6 Verse. Und dann die letzte Abteilung von 25 bis 36. Das sind die letzten 11 Verse. Da erklärt Dharani, drückt sie ihren Schmerz, ihren Trennungsschmerz aus und was das für das Kali Yuga auch indirekt bedeutet. Genau, hier könnt ihr das schön sehen. Vielen Dank, Azad. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Unterkapitel an. Hier die erste Abteilung, Parikshit, der ideale Regierende. Da wird dann beschrieben, wie er erstmal heiratet, dass er Söhne bekommt und dann in den darauffolgenden, was er so getan hat, Pferdeopfer und natürlich Kali bestraft, dann im fünften, dann also in der zweiten Abteilung. Da wird beschrieben, dass wie warum Kali, warum Parikshit Kali nur bestraft hat, aber nicht getötet hat und wie sich das Ganze auf Lord Krishna bezieht. Also es soll sich alles auf Krishna beziehen, alles, was man so bespricht. Dann in der nächsten Abteilung, da wird beschrieben, dass die Gottgeweihten nur daran interessiert sind, über Krishna zu hören. Und auch wenn sie über andere Sachen hören, sollte es irgendwie indirekt mit Krishna zu tun haben. Und das ist für sie wie den Honig am Honigglas zu lecken, also in den Honigglas, nicht von der Außenscheibe. Ja, dann wird noch mal darauf hingewiesen, dass die Menschen in der Regel einfach nur ihre Zeit verschwenden. Das hatten wir vorhin auch gelesen. Während des Tages machen sie nutzlose Arbeit und während der Nacht, ja, schlafen sie einfach nur, wenn es im günstigsten Fall. Dann haben wir den nächsten Block. Da geht man dann wieder auf Parikshits Leben ein, wie er alle Himmelsrichtungen durch seine Regierungschaft beherrscht hat und wie er selbst große Freude erfahren hat, indem er über die Taten vorangegangener großer Gottgeweihter, insbesondere heiliger König, wie seine Vorfahren, die Pandavas, wie er da Freude erfährt. Also selbst diese großen Geweihten hören gerne über andere große Geweihten. Das ist auch interessant. Das waren keine Narzissten, die nur über sich etwas Schönes hören wollten. Und ja, dann im nächsten, im vorletzten Block, da geht man dann auf dieses Gespräch ein zwischen Dharma und Dharani. Und da wird dann beschrieben, worüber Dharma, oder besser gesagt, also sie wird ja gefragt, bist du traurig deswegen, bist du traurig wegen dieser Sache? Und in diesen Fragen steckt eben schon sehr, sehr viel Inhalt. Das heißt, diese Fragen werden dann in Srila Prabhupadas Erläuterung verwendet, um eben auf den Sachverhalt aufmerksam zu machen. Und dann im letzten Block, da erinnert sich dann die Kuh, Mutter Bhumi, sie erinnert sich an die verschiedenen Qualitäten und Eigenschaften des höchsten Herrn Krishnas. Wir haben von Dandatrik diese Aufzählung gehört. Es waren 40 Eigenschaften. Und ja, wie wir das letzte Sendung beschrieben haben, es ist eigentlich ein sehr schwermütiges Kapitel, aber weil eben irgendwie auch dieses schwermütige Kapitel einen direkten Zusammenhang mit Krishna hat, mit Krishnas Taten,
und erscheinen, hat man dann doch am Ende ein sehr ekstatisches Gefühl. So ging es auch dieser Kuh. Sie spricht dann von dem Trennungsschmerz, den sie hat. Aber dieser Trennungsschmerz ist eine andere Form der Ekstase im hingebungsvollen Dienst. Und der letzte Vers ist praktisch eine Überleitung ins 17. Kapitel. Vielen Dank, also dass du das da mal so markiert hast. Ja, kannst ja mal kurz wieder rausgehen. Und da würde mich mal eure Meinung interessieren oder wie habt ihr das 16. Kapitel so empfunden? Welche Stellen fandet ihr, waren so Highlights? Was hat euch besonders berührt? Ja, ich fange mal mit Dandadrig Prabhu an. Vielleicht gibt es da irgendetwas, wo du sagst, hey, das ist irgendwie herausragend. Das ist eins meiner Lieblingskapitel im Srimad Bhagavatam. Das ist immer das sogenannte Leadership, ist immer so ein Mysterium. Ne? Wer ist ein großer Führer? Ne? Da gibt es ja widersprüchliche Ansichten. Viele sagen, ja, es ist gut, dass wir eine Demokratie haben. Dann ist das nicht einer, der entscheidet und dem wir folgen müssen, in Anführungsstrichen. Aber dahinter ist immer die Angst, ne? Die Angst, dass derjenige, dem man dann folgen muss, dass der vielleicht ein Diktator ist. Im Grunde unterm Strich, wenn man da zwei Striche drunter macht, haben die Menschen oder hat die heutige Gesellschaft gar keine richtige Vorstellung von einem qualifizierten Leader. Und hier sehen wir einfach, wer qualifiziert ist. Das ist Maharaj Parikshit, der perfekte Leader. Und wir sehen auch, als er hört, dass Kali Yuga sich ausbreitet, wie schnell er ist, wie er seine eigene Taskforce sozusagen anführt, um zu sehen und herumzugehen ins Land oder in verschiedene Länder zu gehen, um sofort dem Einfluss des Kali Yuga Einhalt zu gebieten und wie sehr er auch von den Leuten, von den Menschen empfangen wird. Nicht nur er ist ein großartiger Führer, sondern seine Vorfahren auch. Und als die Menschen ihn gesehen haben, wie er gekommen ist, waren sie sofort verbunden mit den ruhmreichen Taten der Vorväter. Das heißt, dieses Vertrauen, also wie sagt man so schön, sie waren alle auf der gleichen Seite unterwegs. Man sagt auf Englisch, ne? On the same page. Are we on the same page? Ne? So. Und sie sind auf jeden Fall on the same page, auf der gleichen Seite unterwegs. Und das ist Voraussetzung einfach. Natürlich alle, wir können sagen, gläubige Menschen, Krishna-bewusste Menschen. Und das ist Voraussetzung für einen funktionierenden Staat. Ne? Und deswegen sind die Leute hier auch immer so, na, klar, ne? Deswegen müssen immer, wir sagen immer, viele Köche verderben den Brei. Ne? Aber das ist eben so in unserer Demokratie ist im Grunde genommen eine Staatsform, in der die Macht natürlich auf viele, viele verteilt wird, aber auch womit schwingt, dass man Sorge hat, wenn ein Leader da ist, dass er es versaut, wie man so schön Genau. sagt. Ne? Ja. Und das ganz zu Recht, irgendwo ganz zu Recht, weil es ist eben nicht so, hier, da kommt jemand, ne, aus irgendeinem politischen Lager und ist dann halt, ist auf einmal auf allen Plakaten drauf gedruckt. Who are you? Ne? Ist das denn? Ne? Kann man jetzt nicht gerade sagen, dass der Ruhm seiner Vorväter da irgendwie involviert ist? Und das ist ein ganz anderes Prinzip. Diese Führer wie Maharaj Parikshit, glorreiche Führer, die bekannt, der durch seine spirituellen Eigenschaften bekannt ist und dessen Vorfahren durch seine spirituellen Eigenschaften bekannt ist, ein völlig, völlig anderes Kaliber. Und das ist so ein bisschen auch ein gemischtes Gefühl, was das bei mir hervorruft, zu dieser, wir sind jetzt wirklich in diesem Übergang ins totale Chaos. Ne? Und wir sind immer noch am Anfang des Kali-Yugas und wir sehen schon jetzt, was das für Einflüsse hat. Wenn wir zum Beispiel sehen, Maharaj Parikshit, ne, erobert die Welt und
alle sind begeistert, ne? Und wenn wir sehen, was heute völlig nicht, überhaupt nicht selbstisch motiviert, sondern tatsächlich als Grundlage, wie kann ich letztendlich Krishna dienen, natürlich, indem ich meinem Volk diene. Und heutzutage, wenn wir hier sehen, was gerade in Russland, in der Ukraine, was da stattfindet, ne, dieser Angriffskrieg, total persönlich motiviert. Und das selbst heute, wir sehen das, ne, was fehlt, ist so dieser Dien, dass jemand zumindest sagt, ich bin Staatsdiener, ne? Ich bin ein Diener meines Volkes. Und das ist ja noch nicht mal, kommt ja überhaupt nicht durch. Ne? Und wir sind ja noch nicht mal bei Krishna oder bei ne, dass jemand Krishna, ein Krishna-bewusster König ist. Ja, und deswegen ist das so ein bisschen ambivalent. Ne? Wir sehen ja den Weg tatsächlich ins Kali Yuga, aber wir lesen auch über die Lösung eines spirituellen Führers, der einfach Voraussetzung ist. Der muss her, der spirituelle Führer. Und interessant auch fand ich, wie Dharma die Kuh fragt. Er gibt da schon einige Themen. Ne? Ist das jetzt, weil die Leute keine Opfer mehr an die Halbgötter ausführen? Ist das jetzt weil die Brahmanas jetzt Zuflucht suchen bei Regierungsverantwortlichen, die nicht gottesbewusst sind, die Prinzipien des Dharma nicht erkennen? Und das sehen wir auch, das ist ganz subtil, weil in dem Moment, wo Brahmanas sind eigentlich im Grunde sind selbstständig. Heute sind Lehrer alle angestellt, aber eigentlich ne, machen das nach Vorlage des Staates, was zu lernen ist. Aber eigentlich Brahmana bedeutet, ein Lehrer bedeutet, er ist völlig unabhängig. Und die Regierungsverantwortlichen, diejenigen, die Kühe und die Brahmanas beschützen sollen, die automatisch beschützt die Brahmanas. Und hier lesen wir darüber, ich glaube, Vers 22 war das, müsste ich nochmal gucken. Jedenfalls ist es so, dass die Brahmanas beginnen, im Umkehrschluss Zuflucht zu suchen bei Regierungsverantwortlichen, die nicht Krishna bewusst sind, die sich nicht des Schutzes der Brahmanas bewusst sind. Und das ist alles, es geht langsam, langsam, langsam los. Und wir sind Zeuge von diesem Zeitpunkt. Wo es beginnt, das Chaos. Verstehe, ja, genau. Vielen Dank. Ja, dann sehe ich hier die Hand von Anandita Rama und von Martina. Hare Krishna. Ja, Hare vielen Krishna. Dank, Patrick. Das ist krass. Nur mit eins bin ich vielleicht nicht einverstanden, dass wir am Anfang des Chaos sind, sondern wir sind am Anfang des goldenen Zeitalters. Das Chaos wird erst einmal unterbrochen, hoffe ich zumindest. Oder vertraue die Schriften. Und ich fand dieses Kapitel unglaublich lehrreich. Da kann man wirklich sehr, sehr lange daraus studieren und in Praxis umsetzen. Das fängt damit an, dass in dem fünften Vers heißt es, beschreibe all diese Ereignisse, wenn sie in Beziehung zu den Erzählungen von Sri Krishna stehen. Also, das ist mal ein wichtiger Hinweis, also unglaublich, also für mich persönlich. Das, was du mit Krishna verbindest, wo du Krishna siehst, nur beschäftige dich nur damit. Also ich spreche jetzt von mir persönlich, nicht von euch. Dann gibt es als Hilfestellung diese Aufzählung von hervorragenden Qualitäten von Krishna, ne, die wir anstreben sollten. Das wird aufgezählt und Srila Prabhupada erläutert das dann auch noch. Also es gibt viel Arbeit, was man noch erreichen sollte. Und zum Schluss. Obwohl der Dharma die Bhumi fragt, ja, was beschäftigt dich oder was bereitet dir Sorge?
eben diese ganze unglückliche Umstände, oh, dass die Menschen Fleisch essen und sonst und so weiter und so fort. Und dann sagt sie, nee, das ist alles nicht des Kummers wert, sondern die Trennung von Krishna. Das ist das Einzige, was mir eigentlich Schmerzen bereiten sollte. Alles andere ist vergänglich, unwichtig. Und das ist so heute für mich so wie ein roter Faden. Ah, Gibt es noch viel umzusetzen? Dankeschön. okay, danke schön. Ja, und Martina, wie sieht es bei dir aus? Ja, danke euch. Ich finde es total spannend, wie jeder so was anderes aus dem Kapitel jetzt zieht. Dandadrik hat sich gleich so wieder auf die Führungsqualitäten, was ja auch ein großes Vertrauen des Volkes bedarf, ne, um so jemanden, wem auch immer man da die Regierungsgeschäfte übergibt. Und ja, Anandita Rama jetzt so wie auch auf die Qualitäten von Krishna, also das finde ich auch, also diesen Vers finde ich auch sehr beeindruckend, worunter Bhumi dann eben leidet, dass das alles nicht mehr auf der Welt ist. Aber was mir jetzt an dem Kapitel besonders oder die Verse, wo es darum geht, es ist doch alles da. Also die Welt ist vollkommen geschaffen. Alle Ressourcen, alles, was wir brauchen, gibt es eigentlich schon. Und ja, und nur die Menschen beuten es halt aus. Ne? Also diese Vollkommenheit, also diese Vollkommenheit, die eigentlich schon da ist, warum müssen wir sie eigentlich kaputt machen? Das ist das, was ich mich gefragt habe. Und ja, und wenn wir wirklich, also für mich ist im Moment so ein Thema, wo ich immer mehr verstehe und immer mehr so den heiligen Namen zu verbreiten. Also es ist irgendwie, ich meine, es ist klar, das wusste ich schon immer, dass es wichtig ist und dass man das tun sollte, aber mir wird es jetzt immer bewusster, wie wichtig es ist, einen höheren Geschmack zu entwickeln. Also eben immer wieder Dinge zu ersetzen durch was Positiveres und nicht Dinge wegnehmen oder Dinge irgendwie anders verändern, sondern nein, wir müssen das, was den Menschen mehr Glück gibt, mehr höheren Geschmack, das muss einfach irgendwie sich verbreiten, einfach sich Raum, noch mehr Raum schaffen. Auch sehr interessant. Ja, danke schön. Wie sieht es bei den anderen aus? Hier ist noch aus dem Chat. Julia, Maria und Ole schreiben Danke, Dandajik, sehr schön und danke an Anandita Rama. Wir hoffen auch, dass es erst einmal eine kurze Unterbrechung, einen günstigen Unterzyklus des Kali-Yugas gibt. Genau, verstehe. Ja, Dandadrik Prabhu, vielleicht mal eine Rückfrage. Was meintest du mit Anfang des Chaos? Meintest du das, was wir hier im 16. Kapitel lesen, also wie praktisch Kali sich dann so langsam bemerkbar macht in dem Reich, in der Bevölkerung? Oder meintest du jetzt, dass das, was wir jetzt gerade vorfinden, das Anfang des Chaos ist? Ja, im Grunde genommen, Anfang des Chaos meinte ich mit, dass das Kali-Yuga erst begonnen hat. Das heißt, wir hören ja vom Ende des Kali-Yugas noch ein Weilchen hin, wo, ich will es gar noch nicht mal jetzt gerade so aufhören, ihr wisst es alle, was passiert, dass es nichts mehr richtig zu essen gibt. Ich führe es nicht auf. Jedenfalls, das Kali-Yuga wird natürlich voranschreiten und am Ende wird Kalki, Krishna in seiner Inkarnation als Kalki, die Dämonen töten. Ist noch ein Weilchen hin. Und wir haben, ne, wie Anandita Ram gerade gesagt hat, wir haben auf jeden Fall den Einfluss von 10.000 Jahren. Die bleiben uns, indem das Krishna-Bewusstsein etabliert wird. Somit sind wir im Grunde genommen in einer sehr glückverheißenden Zeit. Was nicht heißen soll, dass parallel das Kali-Yuga sich nicht weiterentwickelt, weil
denke, das Kali Yuga wird weitergehen. Das heißt, in jeder Stadt, in jedem Dorf wird der heilige Name gechantet werden. Das heißt, dass diejenigen, die Menschen oder wir, oder die Menschen, die immer mehr dem Kali Yuga ausgesetzt werden, innerhalb dieses fortschreitenden Kali Yugas die Möglichkeit haben, ne, sich spirituell auf Basis des Bhagavatams, Bhagavad Gitas, den Devotees anzuschließen. Und somit ist das eine nicht von dem anderen getrennt. Oft ist es auch so, je größer das Leid, umso mehr dann auch die Suche beginnt. Und deswegen ist unsere Verpflichtung, tatsächlich unsere Verpflichtung, dieses Wissen den Menschen zu geben, weil das Kali-Yuga wird weitergehen. Aber innerhalb dieses Kali-Yuga gibt es glückverheißende Umstände, dass jeder die Möglichkeit hat, sich der Hare Krishna-Bewegung anzuschließen. Und somit wird einerseits der Einfluss des Kali-Yugas für die nächsten 10.000 Jahre natürlich durch das Chanten der heiligen Namen wird insofern geringer, weil der Anteil der Devotees hoffentlich steigen wird, zumindest gemäß Voraussage. Aber parallel wird das Kali-Yuga auch weitergehen und voranschreiten. Hey. Ja, ist interessant. Da gibt es, ich habe da schon verschiedene Sichtweisen gehört, wie jetzt genau das goldene Zeitalter aussehen wird in seiner ganzen Entfaltung. Das ist für uns natürlich nur, wir können darüber nur Mutmaßungen anstellen. Wir haben eine gewisse Anzahl von Informationen, wie Dandadrik eben auch sagte, Priti Viti Acheyata Nagaradigram, in jeder Stadt und in jedem Dorf. Jetzt kann man darüber diskutieren, wird das Kali-Yuga sich tatsächlich buchstäblich unterbrechen? Wird es eine Unterbrechung stattfinden? Und dann irgendwann nach, keine Ahnung, 10.000 oder 9.000 Jahren wird es dann wieder losgehen? Oder wird es parallel laufen und sich weiterentwickeln? Aber man kriegt davon einfach nicht viel mit, weil alle völlig vertieft sind im gemeinsamen Singen und Chanten und Prasadam akzeptieren. Ja, wir werden vielleicht noch eine Erfahrung davon machen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, wie das dann genau zu verstehen ist. Ich bin auch gespannt. Oft ist es auch so, dort, wo die Devotees sich niederlassen, die Devotees suchen oft, wenn es um neue Tempel geht, dann gehen die oft natürlich in Großstädte, und zwar immer in Gegenden, die sehr, sehr, sehr günstig sind, teilweise auch verwegene Gegenden. Und dass aus diesen verwegenen Gegenden, dass durch die Existenz dieses Tempels, durch den Einfluss, weil das schlicht und ergreifend Hare Krishna gechantet wird, dass sich der negative Einfluss dort dann auch, wie sagt man, diminished, weniger wird. Dass sogar ganze Stadtteile auf einmal zu Orten werden, wo später Wohlhabende, ne, etwas, also nicht kriminelle Menschen dann sich hinbewegen. Insofern wird es einen Einfluss geben auf das Kali Yuga. Aber natürlich, wo der Einfluss nicht ist, ne, in jeder Stadt, in jedem Dorf wird gechantet, aber es sind immer zwei Energien, die da wirken, wie das auch bei uns ist, ne? In unserem Leben. Wir sind im bedingten Zustand, sind wir gespaltene Persönlichkeiten, sagt Kadambakananaswami. Ne? Und so, je nachdem, wie sehr wir Krishna-Bewusstsein verwirklichen, wie sehr Krishna-Bewusstsein verwirklicht wird in der Gesellschaft, umso mehr breitet sich das aus, umso weniger Einfluss ist es. Okay. Interessant. Ja, ich schaue hier mal auf den Glockenturm. Und wir wollen dann am Freitag. Haben wir da irgendwie einen besonderen Gast? Ich glaube nicht. Dandadrik Prabhu, falls du Freitag wieder Zeit hast, vielleicht magst du mit uns das 17. Kapitel starten, aber kannst ja mal gucken. Ich guck mal, ja. Gerne. Ja. Solange Urlaub ist, alles gut. Ja, also falls von eurer Seite
nichts mehr. Also ihr habt da sicherlich alle eure Gedanken und Gefühle, da bin ich mir sicher. Ihr könnt, falls es da jemanden von euch noch gibt, der was ganz Signifikantes erfahren hat während des 16. Kapitels, lasst es uns gerne wissen. Hier ist noch ein Text aus dem Chat. Ole hat jahrelang als junger Mensch neben dem Tempel in Berlin in der Kastanienallee gewohnt. Aha, den Tempel kenne ich noch. Das hat wohl auch einen guten Einfluss gehabt. Ja, Kastanienallee. Dandadrick, warst du mal da? Kastanienallee? Nee. In Ehrlich Berlin. gesagt, ich kenne noch Monschauer Straße, den uralten Tempel in Kreuzberg war der. Muskauer Straße. Muskauer Straße und Ja. dann der ein etwas kleinerer später danach. Muskauer Straße war wow. Aha, genau. Kastanienallee, das war mein Tempel. Da bin ich zum Krishna-Bewusstsein gekommen. Liebe. Ja, ich habe den immer am meisten geliebt. Obwohl der auch so klein war und im Keller, aber das war, ja. Eine spezielle Atmosphäre, ne? Ja, und ja, es war einfach sehr Ah. schön. Ja. Prima. Dann würde ich sagen, hören wir heute doch mal etwas, wie nennt man das, pünktlicher wieder auf und freuen uns dann am Freitag das 17. Kapitel zu Bist starten. Ist euch du? eigentlich schon aufgefallen, dass es in unserem Podcast bisher noch gar keine Werbeunterbrechungen gab? Ihr könnt uns aber trotzdem unterstützen. Benutzt einfach unsere Bankverbindung oder unsere PayPal-Funktion in der Videobeschreibung unter diesem Video. Herzlichen Dank für euren Support. Dann würde ich sagen, Dandadrick Prabhu, vielleicht magst du ja noch mal mit einer einfachen Melodie den Hare Krishna Mahamantra hier mal vorsingen und wir können uns dann alle im Anschluss mit einer Wiederholung verabschieden des Mahamantras. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama Rama, Rama Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Srila Prabhupada ki jai, Hari Hari Jai. bol. Nitai Gaura Haribol. Premanandi. Haribol.